Willkommen, ihr kleinen Möchtegern-Programmierer. Willkommen zurück zu Human Resource Machine. Und wir gehen in das 11. Level. Wir sind natürlich im 11. Jahr, obwohl wir schon im 14. waren oder so. Da bei den Extra-Leveln der ersten Welt, sag ich mal. Subtraktion? Das habe ich in der Schule nicht gelernt. Sie etwa? Wir bilden ein gutes Team. Tatsächlich habe ich Subtraktion gelernt. Ungefähr in der ersten Klasse. Okay. Ich fange erstmal an. Nehmen Sie jeweils zwei Dinge aus der Inbox. Subtrahieren Sie zunächst das erste vom zweiten und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Subtrahieren Sie danach das zweite vom ersten und legen Sie das Ergebnis in die Outbox. Was? Ach so, okay. Ja, okay. Wir sollen in die Inbox, ja. Dann sollen wir, Copy to 0. Dann gehen wir wieder in die Inbox und dann subtrahieren wir das von... Nee. Dann müssen wir das auch kopieren zu 1. Dann subtrahieren wir das von 0, legen das in die Outbox. Und dann nehmen wir... warte mal, also ich mach das so, ne? Dann subtrahiere ich von 0. Also ich habe 1 in der Hand, subtrahiere von 0. Nee, das ist auch falsch. Oh mein Gott, das ist schwierig. Okay, warte. Nehmen Sie mal zwei Dinge aus der Inbox. Subtrahieren Sie zunächst das erste vom zweiten. Das heißt, ich nehme Inbox, lege das erste hin. Nehme Inbox, lege das zweite hin. Dann muss ich... Dann muss ich nochmal vom ersten kopieren. Dann muss ich das vom zweiten abziehen und in die Outbox legen. Dann muss ich vom zweiten... Subtrahiere das dann vom ersten, lege das dann auch in die Outbox und dann jump ich wieder nach oben. Das muss eigentlich richtig sein. Die große Frage, die sich jetzt stellt, ist das wirklich... Hä? Echt? Hä, warum? Nee, warte mal. So. Ich soll... Die 2 war ja das erste, ne? Subtrahieren Sie jetzt das erste vom zweiten. Ach so, ich soll das erste vom zweiten subtrahieren. Ach, scheiße. Okay. Ja, okay. Ich gehe in die Inbox. Nehme das erste, leg das hin. Dann gehe ich wieder in die Inbox. Dann subtrahiere ich das, was ich in der Hand habe, mit dem? Nein, nein. Ich muss es ja vorher kopieren, weil ich brauche das ja nochmal. So. Dann subtrahiere ich das davon, tu das in die Outbox. Dann kopiere ich von dem und subtrahiere das mit dem zweiten. Und leg das dann auch in die Outbox und dann jump ich wieder nach oben. Ist das richtig? Ich habe keine Ahnung. So. Genau. Ach so, dann kann ich das weglassen. Das war richtig, ne? Nee, hä? Okay, ja, ist okay. Okay, also, warte mal. Das war richtig. Okay, warte mal. Wir machen das jetzt erstmal Schritt für Schritt. Ich nehme was aus der Inbox, kopiere das dahin. Dann nehme ich das zweite aus der Inbox und kopiere das dahin. Dann subtrahiere ich das erste vom zweiten. Das mache ich hier. Dann lege ich das in die Outbox. Dann muss ich das... Jetzt muss ich... Das... subtrahieren Sie danach das zweite vom ersten. Dann muss ich das erste nehmen, das zweite subtrahieren und dann auch hinlegen. So, also copy from 1, sub von da und in die Outbox. So, schon ist jetzt. Ja. Jetzt habe ich es richtig. Jetzt die große Frage nur, war das auch effektiv? Das habe ich geschafft. Oh, es war sogar komplett richtig.
Dafür habe ich aber ziemlich lange gebraucht. Ey, das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht mal so einfach. Manchmal sind manche Zahlen größer als andere Zahlen und manchmal sind sie gleich. Wie können wir das herausfinden? Das habe ich aus diesem herausragenden Buch. Welche Zahl sind Sie für die aufstrebende Null? Sie können sich später... Ja, du bist wirklich eine Null. Hä, warum steht hier Hallo Welt? Hallo Welt, kannst du mich hören? Nehmen Sie zwei Dinge aus der Inbox. Wenn sie gleich sind, legen Sie eines in die Outbox. Werfen Sie nicht gleiche Paare... verwerfen sie nicht gleich. Hä, wie zu kennzeichnen? Vielleicht brauchen wir das mit den Kommentaren irgendwann, aber ich wüsste nicht genau warum. Okay, wir gehen in die Inbox. Nehmen Sie zwei Dinge aus der Inbox. Und Inbox. Hä, wie soll das denn funktionieren? Hä? Ich hab gar keine Ahnung, was ich machen soll. Ich weiß wie. Oh, okay. Also, wir nehmen eine Sache aus der Inbox, kopieren die dahin. Dann gehen wir wieder in die Inbox, dann subtrahieren wir das damit. Wenn das dann eine 0 ergibt. Okay, warte, wenn das keine 0 ergibt, dann gehen wir wieder in die Inbox. Ansonsten... wenn das 0 ergibt, dann kopieren wir von der 0 und legen das in die Outbox. Und dann fangen wir wieder oben an. Ist das richtig, Leute? So, guck, jetzt machen wir nämlich das Folgendes. So, das minus 2, dann lassen wir es. Oh, scheiße, okay, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen, wenn wir hier sind, wenn das nicht 0 ist... Warte mal, wenn das 0 ist, dann jumpen wir. Ja doch, genau, dann brauchen wir das hier gar nicht, oder? So müsste das doch eigentlich sein, oder? So, wir gucken jetzt wieder. Genau, da. Ergibt das 0? Nein, okay. Dann nehmen wir das nächste, kopieren das dahin, nehmen wieder das nächste. Dann ergibt das 0? Ja. Dann werden wir die 6 dahin legen. Genau, ja, das ist auf jeden Fall... die richtige Strategie. Jetzt stellt sich nur wieder die Frage, haben wir zu viele Schritte benötigt? Aber ich glaube nicht, dass man das kürzer machen kann. Oh, ein Schritt weniger. Wir müssen den Jump irgendwie anders setzen oder so. Ja, wir könnten das halt einfach nochmal bauen. Wenn wir das nochmal bauen... Das sind halt auch nur zwei Paare, ne? Ja, das sieht so aus, als wenn das auch nur zwei Paare wären. Ja, und das sollte, glaube ich, dann genug sein an Programm, dass wir dann auch wirklich... Genau. Das funktioniert und wir haben jetzt einen Jump weniger, oder? Ich glaube, wir haben jetzt einen Schritt weniger dadurch. Ja, haben wir. Wir haben sogar zwei Schritte weniger. Sehr cool. Okay. Ah, wollen wir noch eine machen? Wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss, ne? Es gab eine Planänderung. Die Buchhaltung hat festgestellt, dass es nicht mehr profitabel ist, alle Zahlen gleich zu behandeln. Die Geschäftsführung will nur die großen Zahlen. Nehmen Sie zwei Dinge aus der Inbox und legen Sie nur das Größere in die Outbox. Sollten sie gleich sein, nehmen Sie einfach irgendeins von den beiden. Für alle Paare wiederholen. Oh mein Gott, okay. Ja, okay. Oh lol, oh mein Gott, what the fuck? Wie soll das denn funktionieren? Nehmen Sie zwei Dinge aus der Inbox und legen Sie nur das Größere in die Outbox. Das heißt, ach so, ja, okay, warte mal. Ja, okay. Wir gehen in die Inbox und kopieren das Ganze in die 0. Dann gehen wir wieder in die Inbox und kopieren das Ganze zur 1. Dann haben wir das ja noch in der Hand, ne? Dann subtrahieren wir das mit der 0. Wenn das negativ ist, ja, dann springen wir dahin, dass wir sagen, so, wenn das jetzt negativ ist, dann ist die 1 größer. Das bedeutet dann, kopieren von 1 in die Outbox. Sollte das nicht negativ sein, dann kopieren wir von der 0. Legen das in die Outbox und jumpen wieder nach vorne. Ups. Und wenn wir hier ankommen, müssen wir natürlich auch wieder nach vorne jumpen. So, ist es schon gelöst? Ich glaube schon. Ne?
So ermitteln wir halt, welche Seite größer ist. Nee, es funktioniert genau falsch rum. Okay. Ja gut, aber das ist ja dann relativ einfach zu fixen. Das heißt, wenn das genau falsch rum funktioniert, dann müssen wir hier halt die 1 nehmen und da die 0. Okay. Dann gucken wir jetzt, ob es funktioniert. Genau, die 6 ist größer. Sehr gut. Okay, wir müssen irgendwie 2 Befehle weniger machen. Ach Leute, guck mal. Wenn wir... Ah nee, das ist ja wichtig wegen der 0 oder der 1, damit wir wissen, wo wir dann jumpen. Wenn wir hier zurückjumpen, wieso machen wir das? Wenn das negativ ist, wollen wir von der 0. Bedeutet... Wenn es nicht negativ ist... Ja, nee. Hä, wie kann ich das denn... Ah, ich glaube, das brauche ich nicht. Doch, das brauche ich. Doch, klar, ich muss doch... Wir machen mal den ersten Schritt. So. Wir gehen in die Inbox, kopieren das zur... dahin. Dann gehen wir wieder in die Inbox und kopieren das dahin. So. Ach so, nee, wir müssen... Ja, doch, 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 ich muss das ja kopieren. Doch, ich muss das kopieren. Ich muss das dahin kopieren, ansonsten, wenn ich das sofort minus rechne, dann habe ich die Zahl ja nicht mehr. Oder? Hä, wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren, dass es weniger, also dass es weniger Schritte sind? Oh nee, scheiße, wie denn... Irgendeinen Schritt brauche ich nicht, glaube ich. Ich brauche diesen Jump, ich brauche diesen Jump und ich brauche diesen Jump für mich. Und wenn ich jetzt jeden Schritt durchgehe, ich muss die ja beide hinkopieren. Ansonsten habe ich ja ein Problem, wenn ich jetzt hier was weglasse. Wenn ich jetzt sagen würde, ich kopiere das nicht, sondern subtrahiere das sofort, ja? Dann habe ich ja das Problem. So, jetzt in dem Fall ist es so, das ist negativ. Nee, ist es nicht, genau. Das bedeutet, ich müsste jetzt aber eine 6 dahin legen. Oh, warte mal. Ach, warte mal. Ja, aber das ändert ja nichts. Ich könnte den austauschen, indem ich dann sage... So würde es auch funktionieren, glaube ich. Wenn ich das nämlich einfach wieder addiere, habe ich ja wieder die gleiche Zahl. So, ist negativ. Aber erspart mir das irgendeinen Weg? Nee, ich habe doch genauso viele Commands, oder? Ja, so funktioniert das auch. Okay. Ist auf jeden Fall schon mal eine zweite Lösung, die wir jetzt hier herausgefunden haben. Oder die ich jetzt in dem Fall hier herausgefunden habe. Aber deswegen... Habe ich deswegen weniger Schritte? Ich glaube nicht. Oder? Doch. Okay, ich habe weniger Schritte. Aber ich müsste noch irgendeinen Befehl rauslassen. Wen könnte ich denn noch weglassen? Ich habe keine Ahnung, wie ich das andere Optimierungsziel schaffe, Leute. Kein blassen Schimmer. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich da auf nur 10 Befehle kommen soll. Irgendwas brauche ich nicht, aber ich weiß nicht was. Naja, wenn euch der Part gefallen hat, Leute, dann würde ich mich auf jeden Fall über eine Bewertung freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, auf Wiedersehen. Tschüss.